So, jetzt einmal auffüttern der Bienen mit Eiweißfutterteig im Frühling. Das Ganze in Echtzeit. Deckel ist offen. Gucken, wo ist die Traube. Sitzt hier in der Ecke. Futterpaket vorbereitet, 1 Kilo. Einmal eben mit dem Skalpell einschneiden oder mit dem Cuttermesser. Folie runternehmen. So, das mache ich dann hier immer so ein bisschen, normal mit Stockmeißel, aber da steht gerade die Kamera drauf. So, ein bisschen ankratzen, damit ich das leichter finden. Vernünftig auf die Traube drücken. Durch den Folienbeutel kann jetzt natürlich auch nicht viel auslaufen, sondern die müssen es wirklich leer fressen. Deckel wieder drauf. Ich habe für unsere Bienen hier so eine ganz einfachen Holzrähmchen gemacht aus Dachlatte. Die kommen dann hier oben drauf. Die halten dann die Folie wieder da, wo sie hingehört. Oben drauf kommt der Deckel. Einmal eben Kontrollblick, wie das aussieht, ob irgendwo noch ein Spalt offen ist. Dann kann der Gurt wieder drum. Und das war's dann schon. Ich glaube, Arbeitsaufwand pro Volk liegt knapp unter einer Minute.